Hallo Leute, hier ist der Volker Schäffler, grüß euch. Ja, ich bin schon wieder im Grünen. Kann ich euch auch empfehlen. Aber ihr seid so verwurzelt, auch verflochten in Familie und Geschäft. Und habt ihr gehört, was alles los ist? Wie viel Zigtausende entlassen werden? Jetzt zu Weihnachten hin? Deshalb fällt Weihnachten aus. Da gibt's kein Weihnachtsgeld, gar nichts. Zehntausende werden entlassen in der Automobilindustrie. Bei allen, nicht nur bei VW, nicht nur bei Audi, bei allen. Bei allen, die werden entlassen, 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 rausgeschmissen, ohne Abfindung, ohne alles. Die sind pleite, ja? Ne, pleite sind sie nicht, die haben ihr Geld nur genommen, sind abgehauen. Die großen Firmen, die gehen ja nie pleite, die haben ja genug Möglichkeiten. Ne? Pleite geht nur der, der für sie gearbeitet hat als Sklave ein Leben lang. Ja? Ich weiß, mein Stiefvater war auch Sklave. Der hat 40 Jahre oder wie lange gearbeitet. Ja? Nachher hat er ein bisschen, ja, ein bisschen gut Rente gehabt, aber ist schnell abgegangen. In Himmel nicht. Nee, nee, das war kein so einer. Ne? Der ist nicht in Himmel. Auf keinen Fall. Und hat nichts von seinem Leben gehabt, hat nur gearbeitet. 12 Stunden jeden Tag gearbeitet, ist ungefähr, sagen wir mal, 8 Kilometer zu Fuß gegangen zur Arbeit, 8 Kilometer zurück. Jeden Tag, Sonntag nicht. Okay, das wollte ich euch jetzt überhaupt nicht erzählen, sondern ich will euch erzählen, wie es weitergeht. Wie kann es überhaupt weitergehen? Guckt die BRICS-Staaten an. Was machen die? Vergrößern sich, vergrößern sich, vergrößern. Der größte Hammer, ich habe sofort gepostet, sofort gepostet. Bei der ersten Minute habe ich es gepostet. Wenn ihr Google aufmacht, eine ganze große Fläche, Türkei. Türkei, was habe ich gepredigt? Jahrelang habe ich gepredigt. Ich habe gesagt, Türkei ist das beste Land, das reichste Land der Zukunft. Die haben für 100 Jahre Erdöl, für 100 Jahre Gas, die haben Gold ohne Ende, die haben eine Verbündete mit Putin war bei Erdogan, die haben China als Verbündete, die haben alles, was sie brauchen, die haben Unmengen, die haben Turan, mit 400 Millionen Menschen sind sie jetzt zusammen, Turan, Turkmenistan, Aserbaidschan, das Erdölland, die haben Verbündete in Afrika, wo sie auch dort ja hinfahren und ihre Technologie hinbringen, um Erdöl zu fördern, um dies zu fördern, um Bodenschätze zu fördern. Türkei ist das beste Land der Erde, das sage ich seit zig Jahren, seit zig Jahren. Ich war 35 Mal dort in 75 Städten. Ich habe nicht einen Tag was Schlechtes erlebt. Ich erlebe jeden Tag die Tierliebe, die Liebe zu den Tieren hier, die freilaufenden Hunde, die freilaufenden Katzen, die werden immer gestreichelt, immer gefüttert, immer versorgt. Wenn es regnet, dürfen die sogar in Läden rein, ja. Die wild freilaufenden Tiere holen sie in die Geschäfte rein, in die Restaurants. Es regnet hier vielleicht 7 Mal im Jahr, wo ich bin. Aber wenn es regnet, dann kommt ein richtiger Donner und richtiger Platzregen. Dann holen sie die Tiere rein. Ja? Ist das schön? So, ich habe es gepredigt. Ich habe gesagt, geht in die Türkei. Die haben. Was soll ich erzählen, Leute? Ich erzähle es doch immer wieder. Goldgedeckte Währung kommt. Ja? Goldgedeckte Währung kommt. Die haben sicher. Ich komme schon ins Stottern. Wenn ich abends. Es ist so, ich bin bei einem Freund, der bestellt Essen. Ja? Der hat ein Restaurant. Aber ein mehr Kaffee-Restaurant. Kaffee und gibt sogar alkoholische Getränke da. Die Engländer trinken sehr viel. Die sind 1 Million Engländer hier. So, und dann bestellt er Hähnchen, ne? Also so Schlegel. Ne? So, und wenn wir die gegessen haben, dann bringe ich die ungefähr 1 Kilometer weg in einen Park.
abends um 10 Uhr oder 11 Uhr in einem Park, ja, für die freilaufenden Hunde, mache ich immer. Alle, die hier sind, denken an die Tiere und versorgen die Tiere. Die bringen denen Essen. Jeden Tag. So, und das mache ich auch. Und dann gehe ich dahin, 10 Uhr, sitzt da eine wunderschöne Frau, ganz modisch, leicht bekleidet, kann man sagen. Seriös natürlich, nicht, was ihr denkt. Und genießt den Park abends um 11. Jetzt hört mal, Leute, das könnt ihr in Deutschland nicht machen. Ich habe immer gesagt, Leute, investiert in die Bestattungsinstitute, habe ich gesagt. Ich habe es gesagt, bevor das begonnen hat mit den Messerattacken. Ich habe gesagt, investiert in die Bestattungsinstitute und in die Messerproduktion. Habe ich gesagt, bevor es losging mit den Messerattacken. Jetzt haben wir 30.000 Messerattacken und hunderte von vergewaltigten Frauen. Warum? Weil unsere Regierung dieses möchte. Aber sie sind nicht eigenständig oder auch von euch nicht gewählt, ihr habt überhaupt gar nichts zu melden. Die sind von USA geführt. Von USA geführt und die müssen das machen. Die kriegen genau vor, ihr müsst jetzt hier die Rohrleitung kappen, wo das Erdöl geliefert wird, kappen. So, und dann, so, okay, müssen wir halt kappen, haben wir halt kein Öl. Müssen wir empfehlen den Leuten, sie sollen auf Gas umsteigen. Der Gaspreis hat sich verdreifacht, Leute. Das haben die doch schlau gemacht. Die wollen den dreifachen Preis von euch kassieren. Eure Regierung. Aber soll ich was sagen? Die sind in Ordnung. Nur ihr nicht, weil ihr wählt die doch. Selbst wenn Wahlbetrug ist. Es ist trotzdem möglich, dass die durch euch gewählt werden und immer wieder gewählt werden. Es war eine Umfrage. Repräsentative Umfrage. Es hieß, wer ist denn damit zufrieden über diese Impfaktion, die wir die letzten Jahre hatten? Würdet ihr euch wieder impfen lassen? 64% sagten, sie sind zufrieden. 64% der Deutschen sind zufrieden mit dem, was war. Leute, da fasst man sich doch an den Kopf. Das kann doch nicht mehr wahr sein. Das kann doch nicht mehr wahr sein. Also, ihr seid selbst für euer Schicksal verantwortlich. Wenn ihr da raus wollt aus diesem Gefängnis, ihr seid in einem Gefängnis, es wird viel schlimmer. Das, was jetzt ist, ist noch gar nichts. Es wird viel schlimmer. So, wenn ihr raus wollt, kommt in die Türkei. So, auch wenn es nur mal für ein Vierteljahr ist, guckt euch das an. Geht in die Geschäfte auch sonntags, alle Geschäfte offen, ihr könnt kaufen, was ihr wollt. So, auch die Preise, es gibt Unterschiede, es gibt auch in Elektronik sind die Preise wie in Deutschland auch. Aber ansonsten, die Preise, ja, vielleicht manchmal nur ein Zehntel von unseren Preisen oder ein Drittel. Ja, ihr könnt kaufen, was ihr wollt, Leute. Und Qualität, es ist hier Qualität angesagt. Keine Plünnen wie in Deutschland irgendwo im Billigmarkt, ne? Nein, da werden die Abfälle verkauft. Aber hier gibt es Qualität, ihr könnt Qualität kaufen. Auch was ich selbst schon gemacht habe, Schuhe. Beste Qualität, Lederschuhe für 16 Euro. Die kosten 150 Euro in Deutschland. Aber ist egal, ihr müsst nicht Schuhe kaufen. Aber auch das Essen, es gibt hier keine Gifte im Essen. Keine Schadstoffe im Essen. Keine gespritzten Äpfel oder dies oder das. Es gibt nur reine Natur. Wasser, reines, klares Wasser, ohne Chemie, ohne Gifte. Das gibt es in Deutschland nicht. Ihr schmeckt das, wenn ihr in Deutschland Wasser trinkt. Trinkt hier mal Wasser. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das ist alles rein und sauber. Türkei ist das Land des Wassers. Ja? Und ich kann nur sagen, es ist so schade, dass so viele Menschen so
uninformiert sind. Ich möchte nicht sagen, sie sind dumm. Ne? Sie sind nur uninformiert. Sie wissen es nicht. Sie waren wahrscheinlich noch gar nicht hier. Istanbul hat 20 Millionen Einwohner und 20 Millionen Touristen. Was denkt ihr, was da los ist? Ich war Freitagnachmittag dort. Ein Gewühle von Autos. Tausende von Autos. Aber Leute, es war nicht ein Unfall. Das ist mir auch sonst aufgefallen. Es ist niemals ein Unfall. Obwohl die mit dem Motorrad auch 80 durch die Stadt fahren. Es ist nie ein Unfall. Die Tiere können über die Straße gehen. Die Katzen, die Hunde. Kein Hund wurde in Jahren da, als ich dort war, immer nie überfahren. Keine Katze überfahren. Die halten an. Die sind rücksichtsvoll, die Autofahrer. Auch wenn ihr geht, die machen euch Platz, lassen euch den Vortritt. So ein gutes Volk. Da kommt Deutschland niemals hin, niemals. Sie sind total, ja, manipuliert. Total manipuliert. Okay, jetzt muss ich Schluss machen, sonst wird mein Film zu lang. Ich habe Probleme mit web.de. Scheffler-Volker@web.de, da kommen keine privaten Mails, es kommt Werbung, alles mögliche private Mails werden irgendwie abgefangen. Deshalb habe ich hab eine neue Mailadresse und zwar Scheffler.Volker3, Scheffler.Volker3@gmail.com. Ihr müsst aber aufpassen, dass ihr den Punkt auch setzt. Viele vergessen den Punkt, weil der ist in meiner Meldung sehr klein, kaum zu sehen. Ne? Also Scheffler.Volker3@gmail.com. Da kommen die Meldungen durch, da kann ich euch antworten. Also, ich habe jetzt noch wieder einen sehr guten Investor, Partner. Der ist auch aus Deutschland. Er will Energiesysteme bauen und hat bei mir die Bauanleitung sich besorgt oder besorgt sie gerade für Stromerzeuger. Ja, Leute, der Strom, der wäre doch unbezahlbar. Die Preise gehen doch dreifach hoch. Es könnt ihr nicht mehr bezahlen nachher. Ja, und so ein Stromerzeuger, ja, damit könnt ihr auch heizen. Ne? Ja. Und Winter wird wahrscheinlich hart werden dieses Jahr, vermute ich mal. So Leute, alles Gute, euer Volker Schäffler, ciao.